Herzlich willkommen hier beim Bordell bei The Witcher 2. Wir haben den Fluch beseitigt von Sabrina. Und jetzt haben wir weitere Verdächtige, die für diese Verschwörungstheorie natürlich verantwortlich sind. Und da gehen wir natürlich auch hin zu dem Treffen. Im Haus auf den Klippen. Das kann was werden. Oh, Backe. Ja, dann nichts wie hin. Das war ja ganz schön heftig in der letzten Episode. Und dass wir dann gegen so einen fetten Feuertroll kämpfen mussten, das fand ich am heftigsten. Da, wo wir leider einmal gestorben sind. Ich hoffe, das wird nächstes Mal einfacher, wenn wir gegen heftigere Gegner kämpfen. Aber bisher habe ich mich eigentlich gut geschlagen, finde ich. Was ist denn hier los? Halt! Auf Detmolds Befehl dürfen wir niemanden durchlassen! Ach du Scheiße. Ja, ich muss aber hier durch. Was ist? Kann ich die töten? Nein. Shit. Mist. Was ist denn dieser Weg? Kann ich auch hier lang? Ich hoffe es. Ja, der Detmold, ihr wisst ja, der Assistent vom König Henselt, von Catwin, der ja verflucht wurde. Der ist übelst auf Rage-Mode, das heißt, er hasst jeden und hat ganz schön viel Anschiss bekommen, aber das dazu. Wir müssen diesen Magier beseitigen, koste es, was es wolle. Wenn das so einfach wäre, wäre er schon längst hin. Magier sterben nicht so leicht. Und du hast uns nichts mehr anzubieten. Na, wer ist das? Du hast uns Geld versprochen vor 3 Jahren. Wenn wir dir bestimmte Informationen liefern und gegen Detmold und seine Parteigänger in allem aufbegehren. Daran hat sich nichts geändert. Ach so? Foltest und Demavent wurden hinterrücks gemeuchelt. Beim Einhorn hat's auch jemand versucht. Die Atmosphäre ist zum Schneiden. Und Detmold stark wie nie zuvor. Vor allem hast du uns nichts mehr anzubieten. Temeriens Schatzkammern sind dir verschlossen. Meine Herren, bedenkt, was passiert, wenn der König von unserer Zusammenarbeit erfährt. Lass die Drohungen, Rosch. Du sprichst mit Adligen, denk dran. Ich bin 3 Tage in Kedwins Städten und Dörfern unterwegs gewesen, habe alte Bekannte getroffen, die Stimmung sondiert, nach Neuigkeiten gefragt. Das Volk hasst Detmold und seine Spießgesellen. Sie warten nur darauf, dass ihm jemand den Hals umdreht. Da kommt wer! An die Waffen! Immer ruhig. Was macht denn der hier, verdammte Scheiße? Hat sich vielleicht gelangweilt. Das war nicht abgesprochen. Woher weiß er von diesem Treffen? Das wüsste ich auch gern. Geralt? Unwichtig. Ich habe meine Quellen. Sogar sehr wichtig. Wenn du es weißt, können es auch andere wissen. Ich habe einen der Herren hier belauscht, als er mit Lispelotte sprach. Wie kannst du es wagen? Ich habe Frau und Kinder. Egal jetzt. Rosch, wir kehren zur Truppe zurück und kämpfen für den König. Die Verschwörung ist gegessen. Gehen wir, meine Herren. Na, ich weiß ja nicht, ob das eigentlich gut gewesen ist, was Vernon Rosch da eigentlich getan hat. Nämlich, dass er da irgendwie versucht hat, die Soldaten von König Henselt, also sprich von dem König von Catwin, irgendwie gegen König Henselt irgendwie natürlich zu hetzen. Weil der ja auch seine ganzen Soldaten schlecht behandelt. Das sieht man ja eigentlich auch an den ganzen Zelten, wie sie dort schlafen, dass sie permanent besoffen sind und dass ihm eigentlich Menschlichkeit gar keine große Rolle spielt. Ach, das ist schon heftig. Ich weiß ja nicht, wie ich das beurteilen soll, aber jetzt können wir uns natürlich wieder entscheiden und Einfluss auf diese ganze Sache nehmen. Du, der Kopf der Verschwörung? Wie das? Wir könnten das natürlich in Frage stellen, aber ich finde, Vernon Rosch ist eigentlich einer der Guten. Das ist eher unwahrscheinlich, dass der jetzt irgendwie uns verraten würde. Wir wissen ja, dass er in einer armen Familie aufgewachsen ist, aber das dazu, ich glaube, das war jetzt wieder zu viel von allem. Du warst 3 Tage weg. Bist du schon im Lager gewesen? Weißt du, was da los ist? Diese Verräter da haben mir Bericht erstattet. Wer ist denn verhaftet worden? Rittersporn erwähnte Breitfeld, Kirim von Kaingorn und... Nicht gut. Kirim war von Anfang an dabei. Er kennt mich. Vielleicht haben die Folterknechte ihn noch nicht geknackt. Schnell ins Lager. Wir müssen Wes und die anderen warnen.
Wir müssen uns beeilen. Na, dann los. Und hier hatten wir ja auch schon... Ah, da ist immer noch der Fluch. Das Gespenst da unten. Exorzist. Okay, Ven und Roche ist schon am Laufen. Wir müssen uns natürlich beeilen. Oh, Backe. Das kann was werden. Und ich freue mich natürlich sehr, dass du mal wieder eingeschaltet hast. Ihr großen The Witcher-Fans. Hoffe ich zumindest. Ich liebe The Witcher sehr. Macht sehr viel Spaß. Vor allem auch gerade der zweite Teil. Richtig cool gemacht mit den Stories und mit den Entscheidungen, dass wir auch Einfluss auf diese Geschichten haben. Ich glaube aber, wir sind hier nicht mehr so willkommen. Ehrlich nicht, also das ist mein Gefühl. Ich ahne was Böses. Der Fluch ist ja jetzt weg, also wird man es auf jeden Fall auf uns abgesehen haben, denke ich. Da bist du ja endlich. Ach du Scheiße. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh mein Gott, da heißt ein Ritter Simon. Nein. Oh Gott. Verrat. Stirb. Wo sind die alle? Sie wurden zu einem Bankett eingeladen. Woher weißt du das? Da ist ein Bote von Detmold gekommen. Was für ein Bankett soll das sein? Eine Feier. Angeblich hat Detmold den Anführer irgendeiner Verschwörung gefunden. Dieser syphilitische Schwanz. Wo findet diese Feier statt? In der Lagerkantine. Aber die ist leer. Es sind alle nach Wagen ausgerückt. Schnell! Oh mein Gott, geh zur Lagerkantine. Alles hat Eile. Und die Prostituierte vorhin wollte es wirklich wissen. Die hat ja wohl bestimmt auch uns verraten. Die macht ja sowieso nur alles auf Geld. Komm schon, Beeilung. Da bist du ja endlich. Ich bring sie um, diese Wichser. Sie sollen leiden, qualvoll sterben. Oh nein, das kann nicht sein. Hey, die ganzen Lager sind weg. Okay, die holen wir uns alle, mein Freund. Das kannst du mir glauben. Autsch, Alter. Was geht denn bei dir ab? Oh Gott, ein bisschen viele, aber egal. Alvin ist auch da. Alvin von den Chipmunks. Boah, die Rüstungen sind stark. Autsch. Mixer, verbrennt alle. Oh, Drecksviech. Boah, die Rüstungen sind stark. Hartnäckig, die Kerle. Die wollen es wirklich wissen. Verbrenne. Alter Falter. Krasser Witz, ey, das ist Hammer. Autsch. Du Penner. Geh zurück zu Mama. Krasser Witz, ey. Die sind stark. Ja, und blockieren, parieren mache ich auch eigentlich nie. Was macht Renon? Renon Rosch da hinten, Mann. Ach so, Messer werfen, klar. Kennen wir ja. Alter Falter, was geht denn hier ab? Oh, Backe. Was ist denn da los? Ich bringe diese Drecksäcke um. Jeden einzelnen von ihnen. Wes, bist du in Ordnung? Nein. Was ist passiert? Detmold hat uns alle zu einem Festmahl geladen. Sagte, der König wäre dankbar, dass wir bei der Aufdeckung der Verschwörung geholfen haben. Spanferkel, zwei Fässer Wein.
Roche sei eben von einer Mission in Kedwin zurückgekehrt und werde vom König persönlich belohnt, sagte er. Schickte die Männer zur Kantine und mich zum Zelt des Königs. Aber Roche war nicht beim König. Detmold sprang herum wie irre und schrie, er wolle alle aufknüpfen zur Strafe für Flotsam und das Komplott. Wes, was haben sie dir angetan? Ich habe gebettelt und gefleht. Sie haben mich ausgelacht und dann laufen lassen. Eure Majestät, bitte, widerruft den Befehl. Das sind einfache Soldaten, die Befehle befolgen. Sie verdienen das nicht. Bitte, Herr, Gnade. Ehrenmänner haben etwas Besseres verdient. Ehre? Wo war denn da die Ehre als, Detmold, lass uns allein. Eure Majestät. Was wissen denn Huren von Ehre? Du bist eine dumme Nutte. Und so behandle ich dich auch. Wenn du dich benimmst, wirst du vielleicht einen von deinen idiotischen Kameraden wiedersehen. Geht da bitte nicht hin. Roche, darauf wartet Detmold doch, dass du dich jetzt rächst. Soll nicht umsonst warten. Verstehst du nicht? Er hat deine Männer nur gehängt, um dich zu provozieren. Du warst nicht hier. Sie hatten eine Schlacht zu gewinnen und wussten nicht, wann du wiederkommst. Bitte, geht da nicht hin. In Ordnung. Und ob wir gehen. Wir machen jeden Kedwiner kalt, der uns über den Weg läuft. Das ist Selbstmord. Draufgeschissen. In dem Zelt ist alles gestorben, was mir je wichtig war. Mein Land zerfällt, meine Freunde werden ermordet. Ich will Blut sehen. Was denkst du, ist wohl mit mir? Von Kopf bis Fuß stinke ich nach diesem Schwein, aber ich reiß mich zusammen. Sonst haben sie nämlich gewonnen. Bitte, stürz dich allein auf ihre Armee und lass Blut fließen, auch wenn's nur deins ist. Wes hat recht. Beruhig dich, Roche. Verdammt. Was schlagt ihr vor? Wir gehen durch die Schluchten nach Bergen. Es gibt einen geheimen Zugang zur Stadt. Wir nutzen das Chaos der Schlacht und greifen uns Sheela und den Königsmörder. Und metzeln möglichst viele Kedwiner bei der Gelegenheit. Wes? Schaffst du es? Wes geht nicht mit uns. Ich werde sie nicht mehr gefährden. Außerdem muss jemand zu Percival eilen und an einen geeigneten Ort segeln, damit wir hier wegkommen. An Bord schieben noch zwei Matrosen Wache. Wir warten an der Flussbiegung hinter dem Lager auf euch. Oh mein Gott. Wir müssen den Weg durch die Schluchten nehmen. Scheiße, scheiße, scheiße. Wes lügt. Wie bitte? Für Wes halte ich meinen Kopf hin? Ich glaube ihr nicht, dass sie Detmold entkommen ist. Was unterstellst du ihr? Nichts. Zuerst mache ich Henselt kalt, dann Detmold. Oder umgekehrt. Was meinst du? Ich meine, du solltest endlich still sein und Augen und Ohren offen halten. Das Vergnügen kommt später. Hammer, ey. Was geht denn bitte hier ab? Schaut euch diese Soldaten mal da hinten an. Alle gehängt, ey. Das ist der Wahnsinn. Ich komme mir echt vor wie in einem Film, ehrlich. Wie krass sowas ist. Also wirklich. Und dass Wes wirklich da von dem König Henselt gebumst wurde? Ach, das mag ich ehrlich gesagt nicht zu zweifeln. Ehrlich nicht. Ich wette, sie wurde gebumst. Eigentlich ganz klar. Weil der König ist so ein geiziger, miserabler, menschenverachtender, also wirklich menschenverachtender Arschloch, muss man einfach zugeben. Das waren alles also nur Lügen. Alles Lügen. Einen Moment, wir gucken mal kurz, wo lang wir gehen müssen. Okay. Können wir also hier lang? Und dann da durch irgendwie, ne? Das sollte vielleicht möglich sein. Kommt, wir versuchen es. Einen Moment, da war noch was auf der Karte. Hier, Angriff auf Bergen. Hier gibt's ja mehrere Sachen. Komm, wir versuchen es mal. Das war nämlich der Weg nach Bergen. Was ist denn hier los? Oh, shit. Besuch. Ah, ist versperrt. Ich komm nicht durch. Shit. Das ist miese jetzt. Durch die Waldschluchten, okay, und es regnet. Das sieht düster aus, sehr düster. Oh, Backe. Ja, die ganzen Nutten sind auch weg. Ach du Scheiße. Ja, und ihr habt ja Wen und Roche gehört, alle Männer fast tot. Und das waren ja auch ehrlich gesagt die letzten, oder ich sag jetzt nicht unbedingt die letzten, aber eines der besten Männer von Wen und Roche, die er da mitgenommen hat. Und die mussten alle dran glauben.
Unglaublich, die Atmosphäre, unglaublich. Wie das hier angefangen hat und wie das jetzt endet. Heftiger Mist, ey. Okay, wir kriegen hier auch noch Besuch, soweit ich weiß. Nämlich hier. Stirb. Du auch. Nix da. Alter Falter. Die Scoia'tael müssen auch dran glauben, ne? Das sind jetzt Elfen, glaube ich, die auf dem Boden liegen. Ach du Scheiße. Wie das Ganze sich hier eigentlich wendet, ey. Ich will gar nicht wissen, wie Venon Roche sich gerade fühlt. Vor allem, der hat ja eigentlich schon genug mitgemacht in seiner Kindheit mit seiner Mutter. Und auch seinen Vater, den er eigentlich nie kennengelernt hat. Komm schon, wir müssen uns beeilen. Das sind die Schluchten. Was ist denn hier los? Was ist denn das für ein Vieh? Ein Troll. Vorsicht, mit einem Hieb kann er einer Kuh das Genick brechen. Ich bin keine Kuh. Oh Mist. Wer ihr? Was wollt? Wir sind auf der Reise. Selbstverständlich, müssen wir mal sagen, sind wir mal ganz neutral. Der Typ ist auf jeden Fall heftig. Wir sind nur auf der Durchreise. Hexermensch, du kommst mich töten. Aber nicht so einfach. Raus, sonst Mann mein kommt und macht Hexerfetzen. Wir wollen nach Wergen, mehr wollen wir ja nicht. Aber wenn er es unbedingt haben möchte, dann töten wir ihn. Habe ich kein Problem mit. Nun beruhig dich, dummes Huhn. Wir wollen nur nach Wergen. Du geh, egal wo. Nur nicht hier. Hier Lager mein. Dauernd laufen Störenfriede. Wer stört denn dauernd? Menschen! Komm, Geralt, befreien wir sie von ihren Qualen. In Ordnung. Wir haben keine Zeit für diese Diskussion. Tja, das tut mir leid. Wie viele von denen laufen hier noch rum? Tja. Das wollte ich jetzt nicht machen, aber leider passiert das auch mal im Leben. Der Arme, der Arme, der Arme. Geht nicht anders. Komm. Trisband. Was? Wir haben das Band von Triss? Einen Moment. Triss ist ja gekidnappt worden, kann man sagen. Ach du Scheiße. Questgegenstand. Oh mein Gott. Okay. Jetzt stimmt dir was gewaltig nicht. Von wo hat der bitte das Band von Triss Merigold? Ihr wisst hoffentlich, wer Triss Merigold ist. Was ist das denn für ein Weg jetzt? Ach du Scheiße. Okay. Oh mein Gott. Das sind die Wege. Harpien gibt's hier genug. Nicht mehr viele. Und wir sind fast in Wergen. Oh, Backe. Oh mein Gott. Da hinten ist wieder ein Troll. Was geht denn hier ab? Kätwenscher Soldat. Stopp. Wir bringen sie alle um. Stirb. Okay, und was mit dem Troll? Greift er uns auch noch Dank. An? Ihr gute Menschen. Schlechte Menschen tot. Pass auf dich auf, Troll. Von Schlucht geht Weg. Weib mein Dort. Ihr seht? Wir haben sie getroffen, ja. Sie noch heile? Okay, jetzt müssen wir natürlich sagen... Nein, sie ist tot. Wir müssen die Wahrheit sagen, aber das heißt ja nicht, dass wir sie umgebracht haben. Wir wollten ihr nichts tun, aber sie hat uns nicht zugehört. Weib mein... Ihr tötet?
Wir mussten uns vor ihr schützen. Dummvieh! Zu Brei, ich schlag! Oh shit! Ach du Scheiße! Oh nein! Was macht er denn jetzt? Was rennt er im Kreis? Okay. Wieder ein Level aufgestiegen. Ja, wir hätten einfach lügen sollen. Was haben wir denn hier noch? Trolltrophäe. Trollhaut kann alles wichtig sein. Oh, Backe. Und wir sehen uns bei einer nächsten Folge von Let's Play The Witcher 2.